Moin Leute, was geht? Ja, wer im letzten Live-Summit nicht aufgepasst hat, der wird sich jetzt vielleicht fragen, warum stehen jetzt hier zwei Agera? Geht ja eigentlich gar nicht, gibt ja nur ein Agera und man kann die Fahrzeuge nicht doppelt kaufen. Ha, aber jetzt doch, ja, weil im letzten Live-Summit, der ist jetzt beendet, der hieß, Smoking Tires, ja, Smoking Tires, da konnte man tatsächlich noch einen Königsegg Agera R gewinnen und das sogar auf Gold. Deswegen denke ich auch, dass viele Leute den vielleicht sogar bekommen haben, weil Gold kann man schon schaffen, wobei das aber mit Driften, vielleicht können die nicht so gut driften, ich weiß nicht, also denke mal, Driften ist schon relativ schwierig in dem Spiel. Egal, auf jeden Fall gibt es jetzt nicht nur einen normalen Königsegg Agera R, der hier in der Hypercar-Klasse angesiedelt ist mit 281 Standard. Nein, es gibt jetzt auch eine Drift Edition von dem Moped, ja. Und der hat, wie wir schon sehen, nur eine Stufe von 165. Ja, komisch, könnte man erst mal denken, okay, der Wagen ist bestimmt gedrosselt. Weiß ich nicht, werden wir gleich mal rausfinden. Aber Drift-Kategorie geht auch, glaube ich, nur bis 240, glaube ich. Und ja, normalerweise schon ein bisschen mehr, ne? Naja, müssen wir gleich mal gucken, ob der jetzt gedrosselt wahrscheinlich, ob der gedrosselt ist oder nicht. Ja, ich habe nochmal ganz kurz, glaube ich, ja, ich habe jetzt schon leider im gestrigen Livestream auf Twitch, ja, folgt mir auf Twitch, da habe ich schon gezeigt, wie ich den ganzen Bums abgeholt habe. Deswegen würde ich sagen, ich habe das hier nochmal aufgenommen kurz für euch. Wer möchte, kann ja nochmal kurz gucken. Also, ihr habt das übrigens diesmal zweimal gemacht, ja. Ich habe jetzt extra eine ganze Woche, das war vom 7. Oktober bis zum 13. Oktober ungefähr, glaube ich, war das. Da habe ich eine ganze Woche lang mit meinem Community-Account, mein Zweit-Account, habe ich übelst gehasselt, um auch diese Live-Summits machen zu können mit dem Account, weil bald gibt es einen Performante und den will ich gerne haben, damit ich auch mit meinem Community-Account mal mit euch zocken kann, ja. Weil, könnt auch ein Divo fahren, aber ich will halt einen Performante haben, so einfach ist die Kiste. Egal, ich habe euch das hier einfach mal aufgenommen, das, wie gesagt, das haben wir schon im Livestream gemacht, auf Twitch, ich habe es aber trotzdem aufgenommen. Ja, da könnt ihr halt auch sehen, ich habe das hier alles bekommen, auch den Regen, wie heißt das überhaupt, Regenbogen-Gewitterrauch, ja, habe ich auch bekommen. Ja, mal, den werden wir uns auch gleich angucken, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen ihn einfach auf die Driftbude drauf. Ja, wir haben hier Rang 108 erreicht. Achso, ja, genau, was ich sagen wollte, mit dem zweiten Account. Ich habe jetzt leider keine Aufnahme, aber könnt ihr bei Twitch noch gucken. Da habe ich Rang 2400 oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwas über 2000 erreicht. Und ich hatte zwei Fahrzeuge nicht im Live-Summit und ich habe die auch nicht gekauft, ja. Habe ich auch auf Instagram, glaube ich, gepostet. Ja, also es ist möglich, wenn man nicht alle Fahrzeuge hat, trotzdem Platin zu werden. Finde ich schon mal sehr geil, war einfach ein Experiment, damit man das machen kann. Kann man. Finde ich richtig geil. Ja, also im nächsten Summit, das ist ja hier der Rising Sun, den haben wir auch schon im Livestream gemacht. Ich hoffe, die meisten waren dabei, wahrscheinlich aber nicht. Ja, haben wir hier auch jetzt geschafft. Bei dem Summit, da hatte ich ein Problem mit dem zweiten Account, weil da hatte ich gar keins von diesen Fahrzeugen. Deswegen bin ich da auch nur, keine Ahnung, auch Platz 2000 oder so. Ich habe da nur 1.070.000 Punkte. Trotzdem nicht schlecht. Dafür, dass ich keins von den Fahrzeugen hatte, war es trotzdem nicht schlecht. Ja, mit dem Hauptaccount ist es ein bisschen einfacher hier. Egal. Wollte ich einfach nur mal kurz gezeigt haben, weil es auch mal viel interessiert. So, wir gucken uns jetzt einfach mal den Agera an. Ich würde sagen, wir können ja mal gucken, ob man den auftunen kann, ne? Wenn das überhaupt geht. Ah ja, das geht sogar. Oh, geil. Ja, guck mal, da können wir noch ein bisschen Geld ausgeben hier, oder nicht? Wenn wir schon dabei sind. Also Standardfarbe ist blau, finde ich aber cool, ne? Kann man auch die anderen benutzen. Ja, geht auch ganz normal. Ich würde aber sagen, wir lassen den so. Finde den eigentlich schön, so wie der ist, aber so ein paar Anpassungen können wir ja machen. Ich will jetzt da, genau, das will ich eigentlich nicht haben. Und eigentlich keine Carbonhaube haben. Ja, mach das mal bitte wieder weg hier. Scheiße. Ja, wir können doch sowas hier, ne? Oder ist das too much? Nee, ich finde, kann man schon machen. Obwohl, ich finde das eigentlich ganz cool. Wir nehmen das hier mal. 14.000, okay, doch teuer. Ist wieder, ja gut. Wollte eigentlich ein bisschen Geld sparen, ja, aber egal. So, die Nebler will ich nicht haben. Dann machen wir das hier. 7.000. Yo, gibt noch die Vollcarbon. Ich finde die immer noch zu geil, ne? Vollcarbon-Felgen. Aber ich würde die jetzt mal gerne lassen. Ich glaube, die anderen hatte ich bei dem... Ja, genau, da bei dem Agera habe ich anderen drauf gemacht. Das würde ich dann auch mal blau machen. Spiegel sind schon Carbon. Kriegen wir noch kleinere? Nö, können wir auch Standard lassen. Ja, machen wir. Kotflügel hinten. Ja, da werden nur die Schlitze hier ein bisschen größer.
Spoiler. Ist ja eine Driftkarre, ja. Wir könnten schon ein bisschen auf Kacke hauen, wenn wir wollen. Nee. Nee, machen wir doch nicht. Sieht scheiße aus. Der Spoiler ist kacke. Das könnte man mal machen. Das habe ich auch noch nicht bei dem anderen so gemacht. Oder das. Ja, guck mal, das ist doch geil. Komm, wir nehmen das jetzt hier, Alter. Zack, Nummer 7000. Innenraum noch. Geil, können wir jetzt auch mal blau machen. Volle Pulle. Material kann man dem noch gönnen, so. Zack. Ja, nice. Passt das zur Wagenfarbe? Ja, optimal, Junge. Optimal. Jetzt können wir zum Beispiel die Reifen nehmen. Nee, passt vom Blauton nicht so. Wir können auch vollblaue Reifen nehmen. Sieht auch dulli aus. Ich glaube, wir nehmen die Neonreifen wieder, oder? Ich benutze die so oft, ne? Was ist mit denen hier eigentlich? Aber weil das einfach die Frankreich-Flagge ist, irgendwie passt das nicht. Weiß habe ich noch nie benutzt. Könnte man, aber ich glaube, ich bleibe bei dem Blauen, oder? Ah ja, komm, das sieht schon am besten aus. Das andere war, glaube ich, drin. Genau. So, jetzt gucken wir erstmal, ob der gedrosselt ist. So, ich habe hier nirgendwo Teile drin. Hoffe ich zumindest mal. Ja, habe ich nicht, sauber. So, Standard Agera R. 1140 PS. Angegeben mit 440. Fährt natürlich schneller. So, und der andere, ja, der hat einfach genau dieselben Werte, Digga. Da tut sich ja gar nichts. Ist ja genau gleich. Kleinere Stufe, aber gleiche Leistung. Okay. Ja, ich mache jetzt erstmal volle Leistung rein. Genau, wir machen es bei beiden mal eben. So, und bei dem kommen wir auf 1215 PS. Bei dem anderen kommen wir auf 1400. Lull. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? 1200 in Hypercar und als Driftauto. Über 200 PS mehr auf der Rippe. Hä? Wo ist denn da der Sinn, Junge? Wie kann das sein, ey? So, wir starten mit dem Standard Agera R als Hypercar. Ich weiß, der Leute, der ist Gold. Manche finden das eklig. Ich fand das eigentlich mal ganz cool. Bleibt auch so, wie er ist. Ich fahre den Wagen sowieso nicht, also scheiß drauf. Ah ja, Golden Qualm haben wir auch noch am Start, richtig? Mal gucken wir einfach mal, wie der jetzt hier so durchsprintet. So, hier am Schild sind wir schon mal bei 320. Die V-Max wissen wir eigentlich schon, die sind, die ist bei 505 km/h. So, wir fahren jetzt einfach mal nur bis zur Brücke hier vorne und geben dann mal einmal Nitro und mal gucken, was er so erreicht, wenn wir da ankommen. Beste Kurvenlage, habe ich gehört. So. Aber wir waren jetzt ungefähr bei 470. Aber wir haben auch jetzt keinen Windschatten, ne? Ist klar. Und ich habe meine Kultpunkte auch nicht umgestellt. So, jetzt der andere. So, stellen wir einmal um, ob das jetzt irgendwie einen anderen Sound gibt, glaube ich eher nicht, ne? Das ist genau dasselbe. Aber vielleicht machen die 200 PS ja was aus. Das wäre auf jeden Fall witzig. Lässt sich schon mal überraschend gut in der Kurve halten. Wir waren bei dem Schild ungefähr jetzt genauso schnell. Der driftet gar nicht mal so extrem, wie ich dachte. Oh doch, jetzt macht er... Oh, der Reifenqualm, Alter. Ey, den gucken wir uns gleich auch nochmal an. Alter, sieht das bescheuert aus, ey. Oh, Junge, krieg die gerade. Ich hole nochmal Schwung. So, da Kurvenfahren mit dem Ding nicht so berauschend sind, machen wir jetzt mal hier Trick 17 und kommen vom Flugzeug aus. So, mal gucken. Wir haben auch keinen Nitro-Mischer, ne? Hier 50, da geht aber noch was. Das ist dasselbe. Freunde. Das ist genau dasselbe. Man fragt sich gerade, ob das Sinn macht beim Driften. Ne, Leute, ein... Digga, das ist sowieso so krank, ne? Ein Königsegg Agera R. Als Driftauto. Also, ich habe es mir nicht gewünscht. Ja, auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen. Aber... man muss sagen, er ist maximal bescheuert, ja? Wir gucken uns noch mal kurz den Reifenqualm hier so ein bisschen an. Den habe ich jetzt noch gar nicht richtig gesehen. Ist schon krank, ne?
Alter Schwede, ey. So, Leute, wir machen Terminal D, ja, weil ist so ziemlich die beste Strecke zum Driften. Ich habe jetzt den Sound ein bisschen runtergedreht vom Auto. Achso, wir fahren übrigens auf Ass, ja, wisst ihr Bescheid? Schon mal, boah, alter Scheiße, alter Schwede. Schon mal mit einer kleinen Zielsetzung hier, ja, dass wir jetzt hier wenigstens die 270.000 schaffen. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Digga, das ist so unfassbar schnell. Das Ding kommt ja jetzt sofort, ne? Och, Junge, er rutscht direkt da rein. Er ist einfach too fast. Der will auch nicht so richtig mit dem Arsch rumkommen, ne? Man merkt schon, das Auto ist dafür eigentlich nicht ausgelegt. Auch wenn das jetzt eine Drift Edition ist. Der möchte nicht so richtig mit dem Arsch rumkommen. Insofern machst du auch jetzt nicht ganz so viele Punkte hier. Aber vielleicht kriegen wir ja durch Heißsporn ein bisschen mehr Punkte. Weil der Wagen ist ja relativ schnell und irgendwie auch zu schnell. Scheiße. Oh, die nimmt doch gut hier, ne? Alter, das ist mir alles zu schnell, Alter, ehrlich. Ah! Scheiße, Mann. Oh, nee, Junge. Okay, also das Ziel werden wir jetzt nicht erreichen. Ich würde sagen, ich bastel mal kurz an den Profi-Einstellungen rum und dann gucken wir nochmal, ob da was geht. So, Leute, ich habe den jetzt so eingestellt. Die oberen vier Sachen, die sind bei mir immer so, ist eigentlich Standard. Ich habe jetzt die Aerodynamik ein nach rechts gemacht, so also auf die Mitte. Reifenhaftung hinten ein weg, ja, damit wir mehr rutschen und nicht so viel, ne, Richtung 400 gehen. Stabis habe ich mal einfach in die Mitte gemacht. Und Radschutz hinten habe ich dann einfach mal ganz nach rechts durchgezogen. Und ja, ich fand eigentlich, war gar nicht mal so schlecht. Wir gucken einfach mal, wie es ist. So, aber guckt euch jetzt hier nicht irgendwie meine Drift-Einstellung ab oder so. Ich habe dann einfach mal jetzt mal irgendwie einfach nach Gefühl gemacht, ja. Könnt ihr es natürlich gerne ausprobieren. Aber ich denke nicht, dass es die besten Einstellungen für den Wagen sind. Ich bin mir da echt unsicher. Ich stelle auch ungerne was am Driftauto ein. Also ich finde, man kann eigentlich alle Autos so, wie sie sind, auch gut driften. Nur bei dem Wagen habe ich echt das Problem, Alter. Der ist mir einfach zu schnell. Der hat zu viel Grip. Schmutz! Okay, geht aber noch. Relativ am Anfang. Ist noch okay. Und der Reifenquall, der ist so laut, ne? Dieses Gewitter. Absolut krank, ey. Also ich glaube, wenn jetzt einer hinter mir herfahren würde, man würde jetzt hier PvP-Drift machen, der Typ wäre einfach komplett irritiert, Alter. Also wenn er einen abfacken willst, ja, dann machst du einfach den Reifenqualm rein. Da bist du auf der sicheren Seite, wenn du vorne bist. Da kriegt der hinter mal nichts mehr auf die Kette, glaube ich. Ah, anbremsen. Oh, komm von der Wand weg. Oh, sauber, Alter. Nochmal mit Nitro geregelt hier. Der ist einfach schnell. Der ist einfach zu schnell, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach du Pimmelberger, warum? Ihr seht schon, man kann es machen. Aber es ist wirklich anstrengend, weil du musst immer mit der Bremse arbeiten. Jedes Mal, weil das Ding... Und mit Nitro, weil das Ding ist zu schnell. Das macht keinen Sinn. Natürlich ist der Wagen auch relativ lang, ja, also so ein 350 oder 370Z oder ein, ach scheiße, ein RX-7 ist wahrscheinlich kürzer. Das Ding ist zu schnell, Alter, ich sag's dir, du musst noch mehr bremsen, glaube ich. Na, 260.000, ich probiere noch 2-3 Mal und ich werde das nochmal kurz einblenden. Alter Schwede, das hat einen Krampf, ey. Oh. So, Leute, 650.000, das ist mein dritter Versuch übrigens. Ja. Es ist schon, wie ich echt vermutet habe. Also, für den einen oder anderen mag jetzt so aussehen, es wären jetzt viele Punkte. Aber das ist eigentlich nicht so viel, ja. Also, man kann easy mehr Punkte machen, wenn du einfach ein normales Drift-Auto kaufst, ja, irgendwie 370Z Nismo oder RX-7 fahre ich auch gerne, da gibt es viele Autos, ja, wo du
definitiv mehr Punkte machen kannst, ja. So, ihr habt ja gesehen, ich habe einen 173er Bonus gehabt. Wer sich jetzt fragt, warum, ich habe hier einfach Heißsporn und Rutschig auf der höchsten Stufe drin, ja. 123 Rutschig und 80 Heißsporn. Rutschig erhöht den Multiplikator, ja, wisst ihr Bescheid. Und weil die Frage auf jeden Fall gestellt werden wird, nein, ein Punktebrecher bringt euch hier gar nichts in dem Spiel. Ja, ist halt einfach ein krasses Auto, ehrlich gesagt. Also ist schon ein brutales Auto. Das macht eigentlich echt keinen Sinn, wie ich auch schon gedacht habe, ne? Das Ding ist viel zu schnell, viel zu hektisch und du bist so oft so nah an der Wand. Ich habe echt noch nie so viel Nitro gebraucht. Also meistens fahre ich komplett ohne Nitro. Ja, aber hier habe ich echt oft gebraucht, weil ich war so nah an der Wand und dann mal eben schnell wegzukommen ist nicht so einfach. Naja, Leute, ist auf jeden Fall ein cooles Auto. Ihr habt gesehen, man kann damit Punkte machen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, das ist ein Krampf. Ja, ich war die ganze Zeit mit der Bremse am Arbeiten, mit dem Gas am Spielen und Nitro am Drücken, damit ich von der Wand wegkomme. Es ist wirklich ein Krampf. Vielleicht könnte man noch mehr Punkte rausholen oder mit Sicherheit kann man noch mehr Punkte rausholen. Vielleicht sind sogar 700.000 drin. Aber es ist dann einfach ein Krampf. Ja, das macht keinen Bock. Insofern, wer den bekommen hat, testet ihn aus. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wer den nicht bekommen hat, keine Sorge, Leute, das Ding braucht ihr auf jeden Fall nicht. Kauft euch ein RX-7 oder ein 370Z, keine Ahnung, gibt genug Autos, die geil sind. Und dann würde ich sagen, ich bin jetzt raus mit dem Video. Absolut bescheuert, das Auto. Ja, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao. Yeah.